Weiß nicht, warum er hier jetzt so kreuz und quer fährt. Wahrscheinlich hat er keine Lust mehr. Ja, das soll mal einfach schön fahren. Ey! Ja? Was machen Sie hier denn? Flügen. Wonach sieht's aus? Nach Kornkreisen. Da sind überall Fetzen, ja, die noch nicht fertig sind. Fahren Sie da einfach links und rechts, links und rechts. Ja, so. Ja, da wollte ich ja noch am Ende drüber fahren. Ja, mit dem Riesending wollen Sie dann die kleinen Stellen machen. Sie schinden Zeit, damit Sie mehr Geld kriegen. Beeilen Sie sich mal. Eieiei, hier. Wie der Chef. Kann ja nicht sein. Ja, guck mal, was ist das? Ja, hallo? Hallo, hier ist nochmal der Herr Lukas Müller. Ich erinnere mich doch richtig, dass Sie im Gemeinderat sind. Ja. Genau, und da wollte ich Sie mal fragen, ob man da vielleicht mal irgendwie eine Telefonkonferenz oder sich mal trifft, bezwecks einer Feuerwehr. Ich glaube, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ja, da haben Sie letzte Woche schon nachgefragt, das ist richtig. Wir sind gerade in Verhandlungen mit ein paar Lieferanten von Feuerwehrfahrzeugen. Mhm. Das müssen wir diese Woche nochmal prüfen. Und wenn die Prüfung gut läuft, dann sind nächste Woche welche verfügbar, die dann eventuell fristgerecht geliefert oder recht flott geliefert werden können. Ja. Ist dann da auch vielleicht so ein Fahrzeug dabei, wo man dann einen Kranken oder Verstorbenen mit abtransportieren kann? Also mir wäre nicht bewusst, dass die Feuerwehr Verstorbene transportiert. Weiß nicht, bei welcher Feuerwehr sie sind. Ja, ich weiß nicht, ob es hier einen Bestatter gibt. Naja, das will ich mal nicht hoffen, dass wir hier... Das hoffe ich auch nicht. Man hofft es nicht, aber... Ja. Okay, also... Ey, dieser LU-Mitarbeiter, ich weiß nicht, was der macht. Ja. Also das will ich mal nicht hoffen. Ja, okay. Aber wie gesagt, die Prüfungen laufen, damit wir hier gescheite Fahrzeuge rankriegen. Ja, ja. Gut, also... Dann bis die Tage. Tschüss. Ja, tschüss. Was macht denn der mit dem Flug, ey? Welcher ist denn das? Sanford. Kannst du gerade mal hier nachgucken. Ja, warum denn auch? Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Herr Neumann. Was haben Sie denn da für einen Schrottflug gekauft? Also ich weiß nicht, ob Ihr Mitarbeiter schon irgendwas gesagt hat, aber der klemmt ja die ganze Zeit. Der hat mir noch nichts gesagt. Ja, der fährt hier übers Feld mit einem halb eingeklappten Flug. Dann werde ich den wohl reklamieren müssen. Ja, ich habe sowieso gehört, die Salford-Baureihe, die soll deutliche Fehler haben. Wissen Sie, der hängt nämlich im 90-Grad-Winkel. Das ist Blödsinn. Ja, das ist blöd. Das ist mir auch klar, weshalb der so lange braucht hier. Hm. Okay, gut, aber lassen Sie mal danach gucken. Ja. Gut, und melden Sie sich dann, was Sie dafür kriegen, für das Feld, die zwei. Ja. Gut, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ihr Kollege müsste gleich fertig sein. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Alter, fährt er hier mit einem kaputten Ding rum? Ist ja klar, dass das nichts wird. So, lass mal gucken hier. Ah,
aber dann ist fertig. So, Herr Varuna, ich bin fertig. Ja. Also Sie sind mir ein Spezialist. Das mit dem Flug tut mir ja sehr leid, aber kann man nichts dran ändern, dass er klemmt. Ja doch, man kann sich einen Gescheiten kaufen, Sie sind das Lohnunternehmen. Ja. Also, dass das Lohnunternehmen mit so einem Schrott hier ankommt, um einen Auftrag zu erledigen, das ist schon ein bisschen makaber. Na, ja, mal verbessern. Das wäre gut. Okay. Trotzdem entschuldige ich mich für die Umstände. Ja, oh, passt. Der Chef soll sagen, was er kriegt. Ja. Gut, der tschüss. Der ruft wieder an. Jo, oh. Tschüss. Ups. Jetzt kommt da hinten die Polende, ey. Die kann ich ja gerade verzichten. Ich fahre mal schön nach Hause. Vielleicht verstecke ich mich da auch ein bisschen. Eigentlich habe ich gerade gesehen, auf dem GPS-Bild, ich muss nur das eine Feld düngen eigentlich. Das ist ganz schön gut. Okay. Und dann müssen wir mal gucken. Wird er jetzt hier? Kriegt er jetzt Probleme hier oder was? So. Warte mal, ich will gucken, ob sie den jetzt. Sie haben es den wirklich angehalten. Warte mal, ich geh mal lauschen. Sie können nur weil Hallo. Es in der Luft 6 Hallo. Grad ist, heißt ja noch nicht, dass es in der Erde 6 Grad ist. Ja. Herr Peter, können Sie mal mit dem Telefon etwas zur Seite gehen? Ja. Dann danke ich nochmal, ne? Jo. Jo. Was ist denn hier los? Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Oh. Ja, ich muss weiter aufs Feld. Ja, fahren Sie mal ruhig weiter. Tschüss. Tschüss. So, Sie wissen schon, dass das Fahrrad... Der wird... Ich weiß nicht, wie die jetzt drauf gekommen sind. Ich habe ihn nicht verpfiffen. Haben sie den jetzt wirklich angehalten, ey? So, jetzt muss ich auch mal gucken. Wo war das denn? Ja, hier. Achso, nee, warte mal. Ich kann ja eigentlich das komplette Feld noch düngen. Aber ich finde es witzig. Gerade habe ich dem Neumann gesagt, er soll nach dem Flug gucken lassen und jetzt kriegt er Probleme. So, dann düngen wir hier noch drüber. Dann sind beide Felder, beide Wiesen gedüngt. Und dann können wir, wenn es warm genug ist, aussäen. Für den Landhandel die Sojabohnen. So, gut wäre eigentlich, wenn wir das Feld daneben an auch noch kaufen würden. Na, das kostet halt auch wieder so 50.000 oder so. LU kriegt die erste Strafe. Ich sag mich mal mit dem Hans und dem Neumann zusammentun.
Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe gerade noch eine Frage, und zwar könnten wir uns mal zum Stammtisch treffen als für den Gemeinderat? Wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Ja, wann denn? Weiß nicht, was haben wir gerade, wie viel Uhr haben wir denn? 11.30 Uhr. Hm. 12 Uhr vielleicht? Ah, 12 Uhr werde ich noch nicht schaffen, so 13 Uhr. Oben beim Landgasthof. Oben rechts. Beim Sepp da oben. Ja. Ja, genau. Vielleicht haben die ja Kaffee und Kuchen. Ja. Okay, dann gebe ich kurz dem Hans-Peter noch Bescheid. Jo, das passt. Gut, bis später. Tschüss. Bis später. Hans. Ja. Hallo? Hallo? Ich habe gerade mit dem Neumann gesprochen. Ja. Wir würden uns gegen 13 Uhr oben beim Sepp mal treffen. Ja. Dass wir da bezüglich Gemeinderat mal ein bisschen quatschen. Jo, machen wir. Okay, also 13 Uhr beim Sepp oben, bei der Gaststube. Jo, mach ich. Gut. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Hallo? Hallo? Was ist los? Ich glaube, du hast Besuch. Wo? Die machen Kontrolle drüben auf deinem Hof. Sollen sie machen? Mir völlig wurscht. Die war bei mir gerade auch schon, ne? Ja, komm mal ein bisschen hinter den Traktor, verstecken wir uns ein bisschen. Ey, da habe ich gerade Milchpulver bei die Kühe reingetan, ne? Hm. Und hab vorher noch ein bisschen Wasser reingetan und so. Wollte jetzt eigentlich. Hab gerade den Lukas Müller Stroh hochschicken geholt. Da kommen die da vorbei und sagen, ja, machen Sie mal die Milchkanne hier auf. Warte, ne? Mal, ich mach mal kurz den Traktor aus. Nicht, dass sie herkommen und sagen, der Traktor läuft. Oh, wie die fahren. Wo fahren die? Da hinten drauf. Naja, aber sie fahren weg, das ist gut. Jedenfalls kommen die hier rüber so, ne? Und dann sagen die so, Mama, die Milchkanne auf. Und ich so... Na, wieso, ist auch eh noch nichts drin. Ich hab mal gerade den Kühen was Futter gegeben, ne? So, ja, machen Sie mal auf. Was ist denn was Weiße hier drin? Und ich so, die sind von innen weiß. Seit wann produzieren Kühe so schnell Milch, ey? Ja, hallo, wann hast du denn die gekauft? Oh, oder wann hast du die geliefert bekommen? Die habe ich heute geliefert bekommen, erst. Ja, die haben keine Ahnung. Ich hab denen ins Wasser gegeben, wo die ankamen. Dann habe ich gerade Mischfutter nachgetan, also reingebracht. Kommt noch Stroh für die. Mhm. Dann könnten die eigentlich produzieren, weil ich habe da so eine Selbst-Kapfteil, weißt du, dass die also selber gemolken so werden, weißt du? Melkmaschine. Ja, genau. Okay, aber wo hast du denn dein Futter her? Vom Landhandel oder was? Ja, die haben 300.000. Haben die auch Gras? Die haben, glaube ich, alles, hatten die in den Chat geschrieben, also in die Gruppe geschrieben. Da muss ich die mal fragen. Weil dann könnte ich mir ja doch ein paar Schafe jetzt schon zulegen, weil. Ja, Marlo Neumann, ab sofort gibt es alles wieder am Landhandel zu kaufen. Okay, dann muss ich die gleich mal anrufen. Okay. Gut. Hast du drüben schon gedüngt? Drüben ist schon gedüngt, ja. Jetzt dünge ich hier gerade nochmal drüber und dann bringe ich das Ding zurück. Jo. Gut. Hast du gerade was zu tun? Nö. Ich wollte eigentlich ansehen, aber. Was willst du denn ansehen? Hafer. Hafer. Hafer 6 Grad, weißt du? Ja, was haben aber wir denn gerade? Bodentemperatur 4 und Luft 6. Und nächste Woche vielleicht. Ich muss noch ein bisschen länger warten. Ich will hier Soja anpflanzen. Ich hab schon mal die Sämaschine hinten hingestellt, weil ich dachte, wird was, aber. Naja, gucken wir mal. Okay, ich muss mich sputen, ich muss um 13 Uhr oben beim Sepp sein. Ja. Gemeinderatssitzung. Ah. Naja. Hast du irgendwas, was ich für dich einwerfen soll? Ach so, doch. Könntest du mal nachfragen, was mit den Produktionen passiert? Das würde mich mal interessieren, ob alle Bürger da irgendwie was hinliefern können oder bestimmte was da hinliefern könnten, weil wenn ich jetzt Wasser oder sowas über habe von den Kühen, weißt du, bevor ich und nicht Milch verkaufen will, bevor ich das dann irgendwie
wieder zurück in den See bringen, kannst du doch zum Beispiel einen hoch zur Kirschplantage oder so bringen, weißt du? Ja, ja. Okay. Ja, das frage ich mal. Das müssen wir klären. Weiß auch nicht, ob die Gemeinde die verkaufen will. Müssen wir mal quatschen. Ja. Okay. Mach das mal. Gut, dann mache ich das. Also, bis dann. Jo, dann noch viel Spaß beim Schaffen. Danke, tschüss. Jo, ciao. Was ist denn hier los? Das ist irgendwie komisch. Achso, das ist doch irgendwie ein Schatten. Ach, da oben, hier. Heftig. Okay. So, ich weiß immer noch nicht, wo die 6000 vorhin hergekommen sind, gell? Naja.